Der Unternehmenserfolg ist ja bekanntlich denjenigen vorbehalten, die es verstehen, ihre Fähigkeiten zu einer starken Einheit zu bündeln. Eine solche Mannschaft trotzt den Herausforderungen und bringt große Projekte auf den Weg. Der VSH hat exemplarisch gezeigt, dass dieser Erfolg für ein Unternehmen nicht nur eine Vision ist. Auch in Zukunft bieten sich den Versuchsstollen Hagerbach einige Chancen. Obwohl wir immer mehr digitalisieren und versucht sind, alle Prozesse zu virtualisieren, muss es doch für die Forschung und Ausbildung möglich sein, unter 1:1 Bedingungen zu testen und zu üben. Unter Tag bietet aber auch sonst viel Potenzial. Mit der Prämisse des verdichteten Bauens oder dem Landschaftsschutz liegt es doch auf der Hand, dass in Zukunft unter Tag mehr an Bedeutung gewinnen wird. Als Stichworte dienen hier Cargo Soudain oder die Sportvision Ost. Bereiche, bei denen der VSH einiges an Know-how einbringen könnte. Pioniere haben die Schweiz weitergebracht und zu dem entwickelt, was sie heute sind. Die Herausforderungen der Zukunft werden nicht weniger. Und Attribute wie Innovation, technologischer Fortschritt, Leidenschaft und Visionen werden wichtiger denn je. Hier hat der VSH seinen berechtigten Platz. Ich wünsche dem Versuchsstollen Hagerbach weiterhin viel unternehmerisches Geschick, Pioniergeist und das Glück des Tüchtigen. Alles Gute und macht weiter so!